Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Wir haben hier ein Soundfell. Relativ selten. Und schreibt unten in die Kommentare, ob es bei euch auch so selten ist. Oh mein Gott. Ich war gerade beim Zahnarzt. Eine Hälfte hier ist noch ein bisschen betäubt. Aber ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr. Neues Update ist draußen. Darüber gehen wir gleich. Aber eins von den Fehlern natürlich bei einem neuen Update. Es gibt immer Fehler. So, kurze Unterbrechung wegen dem Wind. Einer der neuen Fehler. Und zwar hat der hier einfach eine Ananas. Obwohl ich noch keine geworfen habe, das ist nur ein Bug. Hier, ihr könnt sehen, jetzt hat er eine Ananas. Ansonsten natürlich klasse Neuigkeiten. Lucky Pokémon sind am Start. Und mehr Staub, mehr MP. Und bitte nicht fliehen, alles klar. Ach, geizen wir mal nicht rum, direkt Hyperball. Alter. Und? Ich glaube, ich muss euch absetzen. Sonst kann ich keinen Curve werfen. So. Jetzt muss er drin bleiben. Mach keine Faxen hier. Ich brauche noch die Bonbons. Die Bonbons sind so wertvoll. Easy. Die Bonbons sind so wertvoll, den behalte ich, damit ich den vertauschen kann und 3 Bonbons bekomme. So wertvoll sind die. Und einen guten brauche ich eigentlich auch noch, aber das ist eine andere Sache. So, kleiner Kulissenwechsel. Ich muss die Stelle hier nochmal drehen, die Szene. Ich habe sie zwar schon mal gedreht, aber man hat auf jeden Fall bemerkt, dass hier die Hälfte noch betäubt war. Deswegen drehe ich das jetzt nochmal für euch. Außerdem habe ich vergessen, dass hier Niantic auch dieses Video hat. Das spielen wir auch mal kurz ab. 30 Sekunden. Shoutout an Niantic für dieses Promo-Video. Die wollen da irgendwie so tauschen, promoten. Oder die wollen diese Sticker promoten, die alle da auf ihrem Handy haben. Zeit zum Tauschen. Weiß zwar nicht, wieso ein legendäres Ei da gerade im Hintergrund war. Und ihr seht hier Tier Sam. Das habe ich mir gerade angeschaut. Wird mir als nächstes vorgeschlagen. Naja. Auf jeden Fall, die Glücks-Pokémon sind da. Heißen die so auf Deutsch? Tatsächlich. Die heißen so auf Deutsch. Lucky Pokémon auf Englisch. Glücks-Pokémon. Professor Urlaub hat eine wichtige Entdeckung gemacht. Ursprung unbekannt, neue Eigenschaft. Habe ich jetzt mal kurz zusammengefasst. Und zwar sind es die Lucky Pokémon. Und Niantic schreibt hier, dass man dadurch schneller an Pokémon kommt mit hohen WP. Beziehungsweise, dass die Pokémon dann schneller einen hohen WP-Wert erreichen. Und zudem werden Glücks-Pokémon im Pokédex erfasst. Das ist dann genau wie bei Shiny. Ich glaube, Chanerga war ein Beispiel. Chanerga, hier seht ihr es eh. Da sieht man ja zum Beispiel, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil Shiny Chanerga gibt es noch nicht. Aber ihr könnt ja scrollen. Und dann gibt es die Shiny-Variante und genau dasselbe mit Lucky. Sprich, für Leute, die es interessiert, die könnten die neuen Formen dann sammeln und jagen. Und dann sozusagen versuchen, den ganzen Pokédex als Lucky-Pokémon auch noch voll zu machen. Ist, denke ich mal, nichts, was mich interessiert, aber könnte man sich überlegen. Also schreibt unten in die Kommentare, ob sowas für euch interessant ist. Und dann, wie länger das Pokémon in eurer Box war, desto höher ist die Chance, dass es Lucky werden kann durch den Tausch. Da frage ich mich aber, wie länger das Pokémon in meiner Box ist, desto wichtiger ist es mir eigentlich, desto einen größeren sentimentalen Wert hat es für mich, desto weniger will ich es eigentlich vertauschen. Also ich weiß nicht, ob das so ein guter Punkt ist. Dann gibt es auch was Neues zu den Geschenken. Und zwar erhält man beim Aufmachen Sternstaub ab jetzt und fürs Verschicken EP. Die Frage ist natürlich, wie viel genau. Man kann ja maximal 20 Geschenke am Tag öffnen. Deswegen frage ich mich, wie viel Sternstaub da rauskommen wird. Aber Geschenke verschicken kann man eigentlich, also maximal 200, so viel wie man Freunde hat. Auch da frage ich mich, wie viel EP da rauskommen wird. Also schon interessant, netter kleiner Bonus. Auffällig, die haben nichts über die neue Berge geschrieben, die silberne Ananas. Manche hatten ja die Vermutung, dass man die silberne Ananas werfen muss und das gefangene Pokémon damit wird dann zu einem Lucky Pokémon. Aber eigentlich war ja bekannt, dass es nur durch Tauschen ein Lucky Pokémon werden kann, ein Glücks-Pokémon. Ja, yeah. Ich bin gespannt.
Ich habe ja in einer meiner letzten Videos, wo war das? Wo das angekündigt wurde, genau. Habe ich das kurz erwähnt, dass Tauschen momentan man eigentlich gar nicht so tauscht, gar nicht so viel und gar nicht aus dem Grund, wofür es eigentlich gedacht ist. Man tauscht halt A, eigentlich nur um die Medaillen voll zu machen, Kilometer und die Tauschmedaille. B, für ein paar neue Decks-Einträge bezüglich neuen Formen, paar regionalen, so Inkognitos oder sowas zum Beispiel. Manche auch shiny, auch wenn das relativ teuer ist. Und dann ein Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen da. Wenn man tauscht und die Kilometeranzahl groß genug ist, weit genug entfernt ist, dann kriegt man ja maximal 3 Bonbons. Ist ja besser, als wenn du es einfach verschickst und dann nur ein Bonbon bekommst. Also das kann man auch ausnutzen. Aber das sind alles keine Gründe, also nicht die Hauptgründe, wieso man tauschen sollte. Man will ja durch Tauschen ein gutes Pokémon vertauschen und ein gutes zurückbekommen. Also der Tausch an sich und nicht das, was man durch den Tausch bekommt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist bisher nicht so wirklich ins Rollen gekommen. Und Niantic versucht das auf jeden Fall jetzt ins Rollen zu bekommen. Man hat es gesehen mit diesem Werbevideo. Die Frage ist, ob das mit den Glücks-Pokémon, den Lucky-Pokémon, den Ball ins Rollen bringen wird. Ob dadurch der Anreiz kommt, Pokémon zu tauschen. Ich habe es schon angesprochen, die IVs werden zu oft schlechter. Aber dafür besteht halt jetzt die Chance, dass es weniger Sternstopp benötigt, um auf Max gepusht zu werden. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Ihr tauscht IV gegen Sternstaub. Meine Frage an euch, lohnt sich das? Würdet ihr die IV tauschen, also ein Pokémon tauschen? IV werden höchstwahrscheinlich schlechter, aber dafür kostet es weniger Sternstaub. Ja oder nein? Schreibt das unten in die Kommentare, aber das war's von mir. Wie immer liken, subscribe. Oh, nicht ganz. Es gibt ja ein neues Update und die haben ein paar Sachen gefixt, unter anderem die Freundesliste. Das heißt, oh, ich blende das auf jeden Fall hier nochmal ein. Das heißt, es ist nicht mehr so ein Chaos, ich kann wieder mehr Freunde haben. Ich habe versucht jetzt hier die ganze Zeit so wenig wie möglich zu haben, weil das einfach gestört hat. Aber jetzt kann ich eigentlich wieder auf 200 gehen. Theoretisch, schauen wir mal. Hier blende ich meinen Code ein. Habe ich bereits eingeblendet. In den Streams, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Aber noch nicht in den Hauptvideos. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht allzu viele Anfragen. Aber erdet mich, wir tauschen ein Geschenk aus, erreichen die erste Stufe und dann müsst ihr leider wieder gehen für den nächsten. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Und ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.